Ha, ey, Fresse! Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Texas. Kannst du mal die Schnauze halten? Wir sind gerade gestorben und wir beleben uns jetzt mal wieder und müssen schauen, wie genau wir jetzt unsere Sachen wiederkriegen. Also ich habe noch keine wirkliche Taktik. Meine Taktik ist, hau mal drauf und schau, was passiert, weil ich nicht weiß, ob das Viech jetzt mit runtergesprungen ist. Wenn ja, ist kacke. Wenn nein, ist super. Okay, es ist kacke. Warte mal, wir nehmen da jetzt einen Bogen. Das könnte eventuell unser Leben retten. Wir nehmen auch noch ein paar Schuhe mit. Pfeile mit Direktschaden und die normalen. Ne, wir nehmen nur die Direktschadenpfeile. Ah, scheiße, die habe ich schon. Was habe ich noch nicht an? Komm, Helm habe ich noch nicht an. Sag mir das einer, ey. So, okay. Was auch immer das ist, es besteht aus Steinen, wie es ausschaut. Und hat ordentlich Damage verloren. Und verliert auch Leben, aber irgendwie nicht. Heilt sich das Teil? Es heilt sich. Da, schau mal, es heilt sich. Ne, oder heilt sich auch nicht. Die Tower will was? Ich hole mir nur schnell meine Sachen. Das hört sich nicht gut an, was da geht. Leute? What's happening? Ich würde mal sagen, das war's mit dem Tower. Das war's original mit dem Tower. Der hat beschlossen, er geht jetzt. Ist das alles, was stehen bleibt? Leute, den könnte man benutzen. Ja, vielleicht ziehen wir da einen. Ist eine ganz nette Bude. Also echt, ist eine sehr nette Bude. Die könnte man echt zu was machen. Vielleicht mal. Okay, wir haben den Typen besiegt. Diamanten und... Oh, Redstone. Es ist ja eh... Alter, Fliege, hau mal ab. Die ganze Zeit diese Fliege so... Hallo, ich bin auch da. So, was habe ich denn jetzt? Also, tonnenweise Kobbel. Knochen, Kohle. Achso, das sind die Sachen, die ich mit der Feuer dabei hatte. So. So. Zieh mal das an, was nicht beschädigt ist. Auf jeden Fall, die Pfeiler machen ordentlich Damage. Das ist gut. Bedeutet, die können wir in Zukunft öfter brauchen. Hier ist noch ein normaler Pfeil. Pfeile wie am Meer. Den können wir eigentlich mal oben ausleeren. Zack, haben wir noch ein bisschen was für unsere Generators. Apropos, was haben wir eigentlich beim letzten Mal machen? Also am letzten Mal, was schon wieder eine Zeit her ist. Warte mal, ups, da kommt nämlich gerade die Luft noch aus mir raus, die frische. Die frische, angesagte Luft aus der Umgebung Neukölln. Ein Schwefel, cool. Tonnenweise Brot, das ist schon mal erfreulich, würde ich sagen. Aber ich wollte irgendwas hier bauen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich bei Simple Wire Charger. Den wollte ich bauen. Und irgendwas hat nicht funktioniert. Stahlbahn. Genau, ich glaube, wir wollten Stahlbahn machen. Und irgendwie, warte mal. Wie ging das nochmal? Irgendwas war hier schief gelaufen. Und ich weiß nicht mehr was. Silikon, Coal Dust und Eisenbahn. Aber wir haben noch erst Kohle gefunden.
Aber der Coal Dust ist auf jeden Fall mal kein Problem. Den können wir ganz easy herstellen. So, warte mal, wo haben wir denn die ganzen Sachen jetzt hingeschoben eigentlich? Habe ich die hier hingetan? Wo habe ich die nochmal hin? Blinkendes Ohr, findet ihr das da? Davon haben wir drei. Dann hat man so einen komischen Kasten, den hier. Cobblestone, das haben wir ja eh in Massen. Und wir brauchen noch einen von diesen Electric-Dingern da. Bedeutet, wir brauchen noch einen. Da haben wir ein rohes Silizium. Das ist ja auch okay. Coal Dust, den brennen. Oh, den haben wir auch noch auf Lager gehabt. Hups. Und ein Iron. Oder. Geh weg, Fliege. Und wenn ich das zu dritt da reinpacke, musste ich das Stückchen bekommen, oder? Genau. Das brennt jetzt. Und komm, dann habe ich mit. Gut. Dann warten wir eine Sekunde. Was sind das eigentlich für Teile? Wireless Charging Antenna. Oh. Wireless Transmitting by Dish Assembly. Das könnte auch interessant werden. Da brauchen wir jetzt drei verschiedene Varianten von. Antenna Extension, Charging Antenna, Enchanted und die normale, und das ist die Wireless Charging Antenna Extension. Mit vergrößern wir also Charged Electrolyzer. Nickel-Eisen-Ladungsbatterien. What the fuck ist eigentlich, ey? Es gibt... Genau, das ist dieses komische Teil. Dafür brauchen wir ein Nebulous Heart, Enderman Drop. Aber wollen uns das Zombie-Herz gar nichts. Mann! Golden Minotaurus-Axt. Was zur Hölle? Eye of the Storm. Eye of the Storm is one of the drops used for crafting drops from a Charged Creeper. Ist das so gut, wenn so ein Charged Creeper sich so denkt, oh guck mal, wir können mal ein bisschen Putz machen? Ich stell dich mal hier neben hin. Ich weiß nicht, was passiert. Okay, bedeutet, wir müssen die Teile da rein tun. Warte mal. Die Tür ist auch zu. Wo sind die Schuhe? Da sind sie. Und wehe, es funktioniert jetzt nicht. Ah, schaut doch gut aus, oder? Sie werden geladen. Jo, sie werden geladen. Nice. Was ist das alles? Warum klingelt eigentlich mein Handy? Warum hat mein Handy schon wieder geklingelt? So, okay, wir kriegen die freigeschaltet dann. Wie viel haben die nochmal? Wie gut waren die nochmal? Zwei. Gleich gut. Aber halt mit. Was heißt Mikro-Anvil? Energetisch und Supersprung. Zur Hälfte sind sie schon mal aufgeladen. Das ist doch schon mal etwas. Gute Nacht. Guten Morgen. Seht ihr auch einen Enderman vielleicht? Bräuchte dich mal langsam. Was ist das für ein Ohr da hinten in der Wand? Unter die Treppe. Für irgendwas musste man das ganze Zeug auch sammeln, oder? Irgendwas warm mit Baumwolle. Ich kann euch aber leider nicht mehr sagen, was. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Was zur Hölle wollten wir noch mal mit... Habe ich das eigentlich mittlerweile hier reingepackt? Nee, denk nicht. Ah, hier ist es alles. 42. Ja, wir können ja auch das normale... Zum Essen können wir das normale Brot hernehmen. Das Charge ist ja brutal. Alter, die ist fast voll. Wir haben immer noch eine volle Batterie mit 1 Million. Was? Oh, was ist denn jetzt schon wieder los in der Arbeit? Was? Tamoric Server Disk. Was? Ich habe, ihr müsst wissen, ich habe jetzt ein Firmenhandy, ne? Und es ist ein iPhone. Und ich habe absolut keinen Plan, wie man sowas benutzt. Aha.
Muss ich mir am Montag anschauen. So. Meine Schuhe sind aber dafür jetzt voll, oder? Jawohl. Die tauschen wir aus. Oh, fuck. Warte mal. Es könnte jetzt sehr witzig werden. Warte mal. Einmal schlafen. Ich glaube, wir haben da was richtig Geiles erfunden. Scheiße, das war dumm. Wo ist mein... Ich habe meine Paprika kaputt gemacht. Okay, ist nicht wirklich so spannend, oder? Okay, das war geil. Geronimo! Ja, wir haben super Sprung. Wir haben Sprungkraft. Das war schlau. Aber warte mal. Spinne, Wüstenzombie. Warum lebt der Wüstenzombie noch? Also allein dieses Gefühl, einen Supersprung machen zu machen. Sehr komisch. Wir haben wieder ein Ohrback erhalten. Ne, Lumberjack. Akazienholz. Ja, ich konnte mir mal mit Akazienholz. Was geht denn da ab? Hä? Warte mal, was? Hey Leute, alles okay? Hey, es ist alles gut. Was habt ihr denn? Komisch. Aber wir bauen es mal zu, dann hat es nichts mehr zum Worryen, ne? Da kann ich ja nicht. Also untersten Block kann ich nichts machen. Ich baue dich mal ein, ne? Beruhig dich, dann lasse ich dich wieder raus, okay? Kann ich echt zwei Blöcke hochspringen? Das ist der Test. Warte mal. Haben die... Yo! Easy, Berge steigen auf easy way. Problem ist, ich kann die Schuhe nicht normal verwenden. Boing. Was ist jetzt passiert? Wie mache ich mir nochmal so einen komischen Tisch? Also, Potion Table. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Zauberstand, Zaubertisch. Nee, ein Zaubertisch, aber Zaubertisch wollte ich nicht. Aber ein Zaubertisch auch nicht doof wäre. Und den könnte ich mir sogar gleich machen. Habe ich Obsidian? Habe ich Obsidian? Obsidian! Schaut schlecht aus. Schaut verdammt schlecht aus. Eieieiei. Unten in der Höhle vielleicht noch was? Jetzt habe ich bloß... Oh, scheiße, hochlaufen wird witzig. Paprika. Nam, nam, nam. Eine frische grüne Paprika. So, ich glaube, unten hatten wir den Lavasee irgendwo. Und ich glaube, das könnte helfen. Jo, ich habe noch Lava. Ich vergesse auch nicht, ich habe diesen scheiß Doppelsprung jetzt aktiviert. Scheiße. Habt ihr zufällig irgendwie noch Obsidian? Bräuchte ich eine Obsidian, Jungs. Oh, oh, oh. Hau, 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 stopp.
Ich halte mich, ich krieg sogar Leben dazu. Also rein theoretisch kann ich Stunden machen mit jeweils zwei Höhe. Und sobald wir unten die Energie ausbieten, bin ich halt am Arsch. Ist auch nicht schlecht. Aber wir könnten uns schon einen Verzauberungstisch machen und unsere Sachen. Ah nee, scheiße, ich weiß, was wir... Oh Gott! Ich weiß, was wir vorhatten. Mann! 3 Jahre später und es fällt mir ein. Wir wollten ja Dings machen. Den Dingelding. Den Dingelbum-bum-bing-bum-bum. Warte mal, hier müssen wir raus. Den Brennofen. Okay, aber dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.